Okay, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Mein Name ist Vicente Bianco, ich bin der Vorsitzende der Embassiata Culturale Sassardini in Berlin. Es ist ein Kulturverein, der Ansatz hat, also etwas weniger bekannte Geschichten Sardiniens beizugehen. Unter anderem, wir probieren seit Jahren unsere Kultur, unsere besondere schöne Seiten, die wir haben, auch bekannter zu machen. Allerdings, als ich dann angefangen hatte, über die Schwierigkeiten, die wir Sardinien haben, sprich Nachwuchsbasispräsenzen, hat das mehr die Aufmerksamkeit berührt. Und das ist auch ein Thema, der nicht neu ist. Kannst du bitte nochmal? Sardinien ist die größte Insel im Mittelmeer. Das sind wieder Sardinien, was die rot gekennzeichnet sind. Sie sind die Bereiche Sardiniens, wo man nicht hingehen darf, aufgrund von Militärsperrgebiet. Und Quirra ist ja in letzter Zeit häufiger ins Bewusstsein der Leute gekommen. Quirra ist diesen Bereich hier, also Meer, Luft und Land. Der Bereich hier. Und Quirra ist 1956 ist dieser internationale Schießübungsplatz, experimenteller Schießübungsplatz, eröffnet worden und seitdem werden alle möglichen Waffen getestet. Nicht nur von italienischer Armee, nicht nur von der NATO-Mächte, auch sogar von sogenannten Agenturen, die Waffen für Dritten einfach testen. Seit fast 20 Jahren sind wir dabei, um zu sagen und zu zeigen, dass das Land, die Tiere und die Leute schwer erkrankt sind. Und erst letztes Jahr im Januar, also vor einem Jahr eigentlich, durch die hervorragende Arbeit von der Oberstaatsanwalt Fiordalisi, der einfach die Sache offiziell gemacht hat und in Hand genommen hat, dann ist mehr und mehr rausgekommen. Ansonsten bei uns auf Sardinien ist die Schwierigkeit, dass nicht so viel rauskommt. Und besonders die Dinge, diese Art von Dingen. Quirra, machst du bitte noch. Jetzt habe ich den auf die Schnelle. Das ist auch ein Teil von einem Stützpunkt. Hier ist der sogenannte Seite, der für Raketenabschüsse ins Meer vorgesehen ist. Das ist Capo San Lorenzo. Hier unten ist eine Vorrichtung, die einfach zum Testen der Treibstoff Stärke dient. Das gesamte Areal ist natürlich Sperrgebiet. Wie man sehen kann, ist auch ein Stück ein schönes Land. Hier sieht man schon eine der vielen Radarstationen, die dort vorhanden sind. Diese Stützpunkte wird ja von der italienischen Regierung vermietet. Es bringt ja 50.000 Euro die Stunde, 1,2 Millionen am Tag und es ist nicht selten, dass drei Übungen am selben Tag stattfinden. So eine horrende Summe Geld, horrende Interessen durch die Waffenlobby und weniger Interesse an der Belangen des sardischen Volkes und des Landes. Im Laufe der Zeit hat man mitgekriegt, dass immer häufiger Fälle von missgebildete Tiere registriert hat, zwischendurch auch Leute haben sich gemeldet, aber dort, sobald man irgendwie was dagegen oder machen möchte oder sogar irgendwie alleine sagen, guck mal, es gibt Erkrankungen und es muss ein Bezug sein, weil es passiert alles in der Umgebung von Quirra, dann ist der Gegenwind unheimlich stark. Wie gesagt, nicht mal die sardische Zeitung haben sie sich getraut, darüber zu berichten. Ein guter Freund von uns, von einer Frau, die auch Journalistin in der Taz ist, der Paolo Carta, Journalist aus Sardinien, der hat so häufig geschrieben und wird einfach gemobbt, aber auf der Art und Weise, selbst in der Zeitung selbst. Also er darf zwar schreiben, aber er wird immer isoliert, weil er darüber schreibt. Ja, noch eine weitere. Noch weiter. Ja, es ist ja die Vorrichtung, von der ich erzählt habe. Es hat ja nicht direkt mit Uranmunition zu tun. Es ist eine Vorrichtung, die dazu dient, der Kraft, der Treibstoff für die Rakete zu messen. Allerdings es ist ja die einzige Anlage hier in dieser Stelle, Capo San Lorenzo. Und später zeige ich euch in einem kleinen, kurzen Video,
um zu sehen, was das auch für die Umwelt alles hervorbringt. War allerdings auch verständlich, wenn diese horrende Temperatur immer wieder dieselbe Stelle mal probiert werden, dann es wird immer schlimmer. Das Problem in Quirra, das ist auch, dass so viele Nationen dort ihre Geschäfte gemacht haben und der Rest der abgeschossenen Munition ist einfach gebuddelt. Und auf diese Erden obendrauf sind ja die Tiere dann Weiden gewesen und viele Fälle von tierischen Erkrankungen und immer mehr auch von menschlichen Erkrankungen. Wir sprechen von Lymphomen, von Leukämiefällen oder missgebildeten Kinder. Und letztes Jahr haben wir das Glück, auch so durch die unglaubliche Unterstützung von Marie Claude, dass die TAZ uns dorthin geschickt hat, um einen Artikel über das Thema zu machen. Ich war in Funktion von, ich komme aus Sardinien und ich kenne natürlich die Sache an sich und ich bin sehr gut vernetzt, Gott sei Dank. Und da haben wir dann eine schöne Reihe von Interviews gemacht und dann ist ein super Artikel herausgekommen. Und jetzt im Moment stehe ich so in Verbindung mit der ZDF. Wir waren schon mal auf Sardinien zusammen mit der Produzentin und jetzt um die ersten Kontakte mit den Leuten, mit Oberstaatsanwalt und anderen Leuten zu haben und dann jetzt am Monatsende werden wir dort filmen und es wird so hoffentlich Februar, März gesendet. Ja, bitte noch weiter. Das ist der Eingang von Salto di Quirra. Salto di Quirra ist ein unglaublicher Bereich. Wie gesagt, es gibt eine Straße, die dazu der Land, Luft und mehr Übungsplatz trennt. Und da wird immer häufiger benutzt von den Leuten, die umgebenden Dörfer wurden auch benutzt. Es gibt auch Felder, die einfach pro Jahr immer wieder durch Genehmigung von der Armee Weiderlaubnisse gegeben worden ist. Und jetzt kann ich auch vielleicht ein paar neue Sachen. Jetzt wird gerade ein Prozess angestrebt. Die erste Phase der Untersuchung ist abgeschlossen. Der Staatsanwaltschaft Fiordalisi hat drei Ex-Generäle, der hier den Stützpunkt geleitet hat, angeklagt wegen Umweltdesaster und Amtsunterlassung, da sie diese Erlaubnis jährlich für die Schäfer geben sollten und sie trotz immer mehr Beweise über diese Erkrankungen und Situationen dennoch gegeben haben, damit sie dort weiter die Viecher weiden lassen. Dadurch sind viele gestorben, nicht nur Tiere, auch Menschen. Die zweite Phase der Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen und es geht also um mehrfachen Mord, weil der Staatsanwaltschaft Fiordalisi meinte, dass das Verteidigungsministerium teilnehmend wusste schon in 78, was da alles in Bezug auf DU-Munition ist und er hat trotzdem das alles weiter machen lassen, bitte. Das ist wieder experimentelle internationale Schießübungsplatz. Das ist die Bezeichnung. Ich finde auch so in der Perversität der Gedanken der Leute, also der Waffen, es steht eine Rakete, also ein Land. Bitte. Das sind ein oder zwei Fotos von Raketenabschüssen, die Dr. Capo San Lorenzo gemacht werden. Kannst du ruhig weitergehen. Es sind Milan und Nike-Rakete. Und jetzt in letzter Zeit ist auch richtig viel Wirbel geworden um die Milan-Rakete, da sie den Thorium als Zielvorrichtung haben. Und Thorium ist extrem radioaktiv und auch ein gefährlich. Bitte. Hier kommen wir zu einem Bild, ich nehme mit meinem Handy von dem Bildschirm des Ex-Kapitän Giancarlo Carucci, der hatte dort in Quirra nicht nur gedient 18 Jahre lang, sondern er ist verantwortlich, er nennt das positiv, aber er ist verantwortlich für die neue Ausrichtung der Radaranlage und die Erfassung zum Beispiel Mechanismen, um zu gucken, wie diese Rakete funktionieren, ob sie richtig treffen oder nicht. Hier, das heißt Secca dei Tedeschi, das heißt Anhöhe der Deutschen, weil in 88 und 89 an dieser Stelle ist ein großes Boot präpariert und verankert worden. Und da waren die Tests von der Kormoran 2 Rakete mit Uran-Kopf.
Und über diesen Abschluss haben wir auch ein Video. Wir können vielleicht danach zeigen, es sind beide oder zwei Videos, glaube ich. Bitte. Das ist der normale Zustand gewesen für Jahrzehnte. Also die nehmen an Quira. Also diese Panzer ist benutzt worden, um die Durchschlagkraft der Munition zu testen oder andere Art von Munition. Und es ist auch trotzdem Weideland. Also die Erlaubnis war, geht und bringt Erde dort zu weiden. Ja. Ich finde dieses Bild, es ist sehr aussagekräftig. Es ist ja Salto di Quira, dieser Stützpunkt ist angrenzt an Villa Puzzo, ein kleines Dorf. Und man kommt in diesen Dorf rein und dann ist eine Kurve und das ist der Eingang von den Bildern, die wir auch vorhin gesehen haben. Ich habe dieses Bild gewählt, weil ich finde, es ist einfach, es sagt schon alles. Man sieht einfach den Bauern, die mit ihren Tieren und ihrer Karre aus ihren Feldern eine Rakete mal wegtragen. Und das ist ja so, leider. Ich könnte für Stunden darüber reden. Ich habe auch mit Leuten vor Ort gesprochen, die in einem vielen Feld auch auf einmal Raketen gefallen sind. Zum Glück hat niemanden das lieber verletzt, aber ich habe auch Berichte, die zeigen, wie viele von diesen Übungen daneben gegangen sind. Und 300 Meter vor der Straße, 200 Meter von der Straße oder in dem Feld von denen da und so. Im Moment gibt es auch die Exhumierung von mehreren Leichen, von Chef und Militärangehörigen, die dort gestorben sind, auf der Suche nach Uranspuren. Und man hatte so drei Leichen schon untersucht, ein französischer Soldat, der aber allerdings nicht auf Sardinien seine Erkrankung bekommen hat, und zwei Schäfer, die aufgrund einer Explosion von einer Phosphorbombe, während sie denn gerade mit ihren Tieren geweidet haben, umgekommen sind. Und in den Knochen und was da übrig geblieben ist, von diesen zwei Schäfer hat man Spuren von Uran gefunden. Das Problem ist nicht nur das alles, was ich sage, weil es ist schon schwer und hart genug. Quira ist ein Drama, aber es ist auch ein Resultat einer politischen Geschichte. Es ist ja eine politische Entscheidung, die einfach politisch eben entschieden werden müssen. Weiter, glaube ich. Ja. Und jetzt nehme ich kurz noch eure Aufmerksamkeit und möchte ich euch zwei kleine Filme zeigen. Der eine, von dem ich erzählt hatte, so von den Kormoran, vielleicht zeigst du das bitte zuerst. Was wir hier sehen, ist eigentlich nicht so häufig zu sehen. Das ist etwas längere Version, die ich bekommen habe von den Händen von der Ex-Kapitän. Der Ex-Kapitän denkt ja, dass er, je mehr mit mir darüber redet, der kann mich überzeugen, dass alles richtig ist. Mhm. Er sagt ja auch, leider, der Krieg ist nicht mehr wie früher und irgendwann würden wir diesen Stützpunkt schließen. Und er versucht mir klarzumachen, ja, man hat Rakete mit Uran abgeschossen, aber es war so, das geht noch. Und je mehr er geredet hat, desto mehr hat er gedacht, dass er mich anrufen kann. Und ich habe ihn machen lassen und hat mir Dokumente gegeben, die nicht mal offiziell zu haben sind. Was wir hier sehen, ist so ein längeres Stück, von einem Video, der auch im Internet oder im Fernsehen gezeigt worden ist. Hier sieht man nicht so gut, aber bald wird besser. Karusch hat mir voller Stolz gesagt, dass er derjenige ist, der den Joystick und die Erfassung der Rakete steuert. Hier sieht man diese Rakete, jetzt bald wird man das deutlicher sehen. Und da, Experten sagen, das ist ein Tornado der deutschen Luftwaffe, der einfach Parallelflug gehabt hat, um die Fluglinie der Rakete mal zu messen. Bald wird ja die letzte Phase der Rakete mal starten, und zwar wird nimmt mehr Geschwindigkeit auf. Der Ganze ging es darum, um zu gucken, wie präzise eine Rakete ein Ziel treffen kann, wenn der knapp über 2 Meter übers Wasser fliegen kann. Und wie präzise das alles ist.